Ja, willkommen zurück zu einer neuen Episode. Wir sind eigentlich wieder auf der Normandie und ich wollte ein bisschen Planeten farmen und halt Upgrades kaufen. Und bei einem Planet, Lorik, gab es aber eine Anomalie. Und zwar die, was ihr jetzt da gerade seht. Ich würde mal sagen, den gehen wir mal nach. Was bei dir? Los geht's. Ich würde jetzt zum ersten Mal Garrus mitnehmen. Ja, du kriegst ein Outfit, was so passt. Du hast die Ausrüstung jetzt mal geändert. Und ich nehme den verrückten Doktor mal mit. Mal schauen, wie das wird. Lass ich erstmal alles so, wie es ist. Gehe nicht davon aus, dass das jetzt irgendwas Längeres wird. Nachdem das jetzt so ein Zufallsfund war. Sieht aber schön aus hier. Ärger voraus. Ich bin Shepard. Okay. Ich muss hier weg. Okay, ich habe erstmal wieder Gesundheit. Das wird ein harter Treffer. Diese blöde Tür. Beide sind down, das ist schlecht. Bereit machen! Ich hab sie nicht mehr auf. Ich brauche Unterstützung bei den. Gut. Dann wäre sie schon mal down. Dann schauen wir mal, was wir hier eigentlich alles haben. Okay, ihr könnt es gern passieren. Ich werde aber das nicht durchlesen. Was haben wir hier noch so? Und genau das gleiche. Naja, hier von der anderen Seite. Ja, geil, also ich hoffe, du bist fit für das Ganze. Ich werde euch das mal hier hochziehen. Das da. Verbrennung. Aber dafür das da. Gut. Wunderbar. Und Credits. Moment mal. Das kann es jetzt aber nicht gewesen sein, oder? Ah, hier. Okay, alles klar. Widerstand. Sehr gut. Jetzt können wir da hinten rein. Und da kommen schon Kollegen. Wir machen mal das hier.
Und das hier. Okay, Leute, ballert's mal rein. Okay. Er hat schon mal einen Namen gehabt. Mori. Aber es sagt uns jetzt nicht gerade sehr viel. War das mit dem Öffnen? Ah, hier. Sackgasse, dann in die Richtung weiter. Ihr zwei und ihr zwei. Hey. Dieser Computer enthält die verschlüsselten Informationen aus dem Besitz des gefangen genommenen Cerberus-Agenten. Sie könnten Cerberus schaden, falls sie je veröffentlicht würden. Aber was sind das für Daten? Ich bin nach wie vor auf den Gut. Ich bin nicht für Cerberus, auch wenn die uns helfen. Ich geb's Allianz. Daten an das Allianz-Oberkommando übermittelt. Oh, das ist die Musik jedes Mal. Das war ziemlich kurz. Na, mal schauen, was das für einen Impact hat. Ich schau mal ins private Terminal. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Danke. Ungelesene Nachrichten. Schauen wir mal. Frische Daten. Wir haben die von übermittelten Daten erhalten. Wenn das bekannt würde, wäre der Ruf selber bestimmt höchst abträglich. Es wird Jahre dauern, das alles zu entschlüsseln, aber es ist großartig, dass es nun ein bisschen Allianz ist. Anderson. Ein Geschenk aus Worten. Das habe ich tatsächlich schon gelesen, und zwar ist das von Sierra aus dem allerersten Teil. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, wie man da in einem Etablissement, wo ich schon Vermutungen hatte, dass es in eine gewisse Richtung geht. Ja, und das war ihr Brief dazu. Finde ich richtig gut. Kurz passieren, wenn ihr es lesen möchtet. Ich habe echt schmunzeln müssen. Und dann haben wir noch, es ist wieder ruhig. Oder, ja, doch, es ist wieder ruhig. Von der Klinik auf Omega. Jetzt kommt man langsam durch. Wie gesagt, passieren, wenn ihr es lesen möchtet. Das mache ich jetzt nicht. Ich werde aber hier noch sagen, alle als gelesen markieren. Und zurück. Dann schauen wir mal ins Missionslog. Nehmen wir ins Tagebuch. Müssen wir nach der Preis der Rache. Und optional auf dem Platensystem. Wir machen das mal mit dem. Mit dem Projekt Feuerfänger. Zeona. Das werden wir brauchen. Also, das als erstes. Wir brauchen erstmal ein Massenportal. Und wenn ich schon mal da bin, werde ich mir Sonden kaufen. Und ab ins Massenportal. So. Jetzt bin ich gerade überfragt. Was? Projekt Overlord oder Feuergänger?
Ich schau nochmal ganz kurz nach. Feuergänger. Da bitte hin. Feuergänger. Hier hin. Dankeschön. Okay, wir müssen da oben hin. Wobei... Wisst ihr was, ich werde mal ganz kurz hier die Planeten farmen, aber das mache ich ohne euch. Das ist relativ langweilig bei den Sonden. Sollte da eine Mission entstehen, komme ich natürlich entsprechend wieder. Also, bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ich habe ziemlich gefarmt. Wir haben alles voll, bis auf Element Zero. Das habe ich überhaupt gar nicht gefunden. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch ein Planet, und zwar Ziona. Und da soll man auch hin, wegen dem Erkundungsfahrzeug. Mal schauen, was uns da erwartet. Ja, Chaos. Dich hätte ich gerne mit dabei. Und dich. Annehmen. Lass mal auch so, wie es ist. Oh, das sieht schon mal gut aus. Ich bleibe mit Dr. Oloy in der nächsten Station. Dort sind wir bestimmt sicherer. Tagebuch. Das scheint... Was macht sie mit dem Rover hier? Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Gerät für einen Rover. Okay, also hier geht's aber nicht lang. Ah, da hat es ja was. Das war. CC. Widerstand, Widerstand. Das. Und das dahin. Oh. Primärsysteme online. Willkommen im Infanteriekampffahrzeug M44 Hammer. Hier spricht Ihre Bord-VI. Oh mein Gott, ist das jetzt der Nachfolger? Wie geil ist das denn? Achtung, Ziel zu cool. Aber was ist das? Ist das? Missionsziele geortet. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also hier soll ich mal auf alle Fälle nicht hin. Was drücken Sie recht die Maustaste und bleiben Sie in der Nähe? Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Ja, ist klar. Ach so, okay, I get it. Bisschen schräg, das so zu machen, aber ja, okay. Der Weg ist jetzt frei. Warnung, Gefahr durch Umwelt entdeckt. Und die da werde. Hier runter? Ah, hier lang, okay.
es ist aber schon ziemlich schräg, das so zu machen. Was ist denn hier passiert? Hat's Trimmer und Co. Ah, da oben ist das nächste. Okay, der Jump ist echt hoch. Das müsste es sein. Ah, und da oben. Ja, Moment. Lass mich mal ganz kurz dahin. Okay, und jetzt da unten hin. Okay, nee, das schaffen wir nicht. Entschuldigt. Dann werden wir es mal ganz kurz über Umwege machen. Wie komme ich da am besten rauf? So? Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt hier so. Nice. Einmal hier hin. Gut, dann hätten wir noch. Ja, okay, machen wir das mal zuerst. Ich hoffe, ich komme da irgendwie hin. Komm, 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 komm. Ah, Scheiße. Knapp. Okay, also wieder darauf. Ich kann auch das erstmal zuerst machen. Nee, da kommt man auch nicht rauf. Geben wir es mal so. Nee, das wird nichts. Also gehen wir wieder da rauf. Dann da rauf. Okay. Einmal drüber jumpen. Au, wir haben auch Boost. Gut, genau. Ja, so ist es natürlich einfacher. Ja, Gott sei Dank macht das Schiff das Ganze mit, was ich da gerade veranstalte. Oh je. Na komm. Das müsste es gewesen sein. Erhalten. Drücken Hans F, um die Mission zu beenden. Ja, ich glaube, das war's. Ja, weggehen. Okay, also ich hoffe mal, das ist jetzt Teil von unserem Schiff, weil das ist ziemlich praktisch. Schauen wir ganz kurz ins Tagebuch. Nebenaufträge. Die Daten von der Gewinn. Nee. Leicht. Es klingt interessant. Feuergänger. Okay. Schauen wir ganz kurz auf die Karte. Hier möchte ich gern wieder weg. Karte. Said helfen. Das ist gerade um die Ecke. Machen wir das doch mal.
werden die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Ja, yeah, I know. Wir werden auch gleich wieder zum Massenportal gehen. Komm, geh mal rein, bitte. Die Planeten werde ich wieder offscreen machen. Dann werden wir erstmal Said helfen. Gradiert falsch. Landen. Ja. Und ja. Finde ich gut so. Und auch so lassen. Ich treibe nicht. Ja, es war einfach ein Tick zu badass. Hacke mich in die Kommunikation der Blue Suns. Bleiben Sie in der Nähe und Vorsicht vor Hinterhalten. Okay. Also das ist das mit der Raffinerie, wo sie uns vorher schon mal erzählt haben. In ihrer Nähe ist ein Shuttle gelandet. Sehen Sie sich das an. Los geht's. Bleiben Sie in der Nähe. Gut, die Leute wissen also schon, dass wir da sind. Schauen. In den Rücken geschossen und verrotten lassen. Eindeutig Vidos Handschrift. Rücken wir weiter vor. Ah, jetzt macht's Klick. Das war ja seine Mission. Ja, gut. Was geben? Geh schon mal auf das hier. Ein. Na? Oh, süße Affen, ähnliche Dinge. Hallo. Das ist schon mal nicht schüchtern. Was für Hände. Okay. Was? Wo? 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 Au! Oh. Okay, das läuft schon mal gar nicht so schlecht. Wie immer. Verstärkung ist unterwegs. Wir geben Ihnen Deckung. Was war denn das jetzt für ein Geräusch? Setzen! Na verdammt. So. Schwere Waffen! Na komm her. An alle die gehen hier um die Kurve. Krass. Okay, das soll das gewesen sein. Kann man da irgendwie drauf zum Looten? Schaut nicht so aus. Okay. 6000 Credits. Nice. Dann, erstmal weiter, ne? Hier ist Commander Santiago.
Vido. Klingt, als hätte er sich nicht verändert. Ich habe das Gefühl, Sie haben eine Vorgeschichte mit diesem Vido. Der war schon ein sadistisches Schwein, als wir die Blue Suns gegründet haben. Die Suns sind nach seinem kleinen Coup vor 20 Jahren nur noch übler geworden. Also ja, wir haben eine Vorgeschichte. Warum hat mir niemand gesagt, dass Sie die Blue Suns gegründet haben? Weil es keiner weiß. Vido hat mich aus den Unterlagen getilgt. Er war für den Schreibkram zuständig, ich für die Männer. Hat eine Weile wirklich gut geklappt. Dann hat Vido entschieden, Batallianer einzustellen. Billigere Arbeitskräfte, hat er gesagt. Verdammte Terroristen, habe ich gesagt. 20 Jahre. Ziemlich lange Zeit, um einen Groll zu hegen. Einen Groll? Vido hat meine Männer gegen mich aufgehetzt. Er hat 6 von ihnen bezahlt, mich festzuhalten, während er mir eine Knarre an den Kopf gehalten und abgedrückt hat. Seit 20 Jahren sehe ich dieses Schwein jedes Mal, wenn ich die Augen schließe. Jedes Mal, wenn ich ein Ziel anvisiere. Jedes Mal, wenn ich einen Schuss höre. Das ist kein verdammter Groll. Sie haben einen Schuss in den Kopf überlebt? Ja. Und Sie haben die Zerstörung Ihres Schiffs überlebt. Wenn man stur genug ist, kann man fast alles überleben. Wut ist ein verdammt gutes Schmerzmittel. Da hat er wohl wahr. Aber dass er die Blue Suns gegründet hat, das ist tatsächlich eine gute Info. Aber ja, machen wir erstmal weiter. Wir sollten lieber aufbrechen. Sie sind beim südlichen Zugang. Alle Einheiten zum Torhaus. Jetzt! Sie wissen, dass wir hier sind. Ja, schon die ganze Zeit. Na los, komm schon, du Hurensohn. Okay, aber bevor es hier weitergeht, mache ich mal eine ganz kleine Pause. Für euch ist nur ein Schnitt. Also, bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Dann würde ich sagen, schau mal, dass die Raffinerie eingenommen wird. Für ihn. Es dürfte aber nicht allzu einfach werden. Einheiten Charlie Delta beim Torhaus sammeln. Gern Element Zero, das habe ich kaum. Said Massani, Sie haben mich endlich gefunden. Vido. Machen Sie keine Dummheiten, Said. Ich habe eine ganze Armee blutrünstiger Mistkerle hinter mir, die bereit sind, für mich zu sterben. Wissen Sie was? Versuchen Sie's. Geben Sie meinen Männern einen Grund, sie wie einen Hund abzuknallen. Mal wieder. Was war das? Kurzsichtig geworden, alter Freund. Renn, du Schwein! Das war Ihr Todesurteil, Massani. Was machen Sie da? Öffnen Sie das Tor. Wenn Sie das nächste Mal den Zwang verspüren, etwas in die Luft zu jagen, sagen Sie mir vorher Bescheid. Vido war siegessicher, hatte viele Männer. Jetzt hat er den Heimvorteil verloren. Wenn wir weiter Druck machen, entkommt er nicht. Der hat ein Problem. Aber ja, das mittlere. Nicht jetzt. Wir besprechen das später. Wenn Vido tot ist, können wir besprechen, was Sie wollen. Hey. Ich möchte Sie ausbrechen. Ja, Schatten. Im Shuttle mit Vacation, weil es war echt schön hier. Aber ist bis ist. Ja, na, den brauche ich auch nicht. Auch Element Zero. Hilf
Gasventilen, um sie abzudrehen. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Keine Zeit. Vido ist wahrscheinlich schon bei den Shuttle Docks. Sie müssen zurücklassen. Sie wollen. Ja, ich gehe auf Arsch. Ich verstehe ja, warum Sie Vido tot sehen wollen. Aber ist er es wirklich wert, diese Menschen verbrennen zu lassen? Ich bleibe nicht hier, um zuzusehen. Wenn wir den Leuten helfen, flieht Vido. Und wenn er flieht, gebe ich Ihnen die Schuld. Würde ich nach mir spielen, würde ich Ersteres machen. Na, geh auf Badass. Na los, bevor Vido fliehen kann. Freut mich, dass Sie meiner Meinung sind. Bin ich nicht. Nein! Hilfe! Okay, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Na, okay. Keine Punkte mehr. Ja, keine Emotionen mehr. Gemacht bis hier. Ja, knall ihn ab. Oder? Ah nein, es ist Chaos. Okay, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich bräuchte mal Munition, wenn es geht. Habe ich ein Problem. Ja, Credits sind auch ganz gut. Das könnte nützlich sein. Ja, aber besser wäre Munition. Schweres Geschütz! Runter! Na komm. Eure Schlagschuss raus. Vido, hören Sie auf, sich hinter diesen Männern zu verstecken. Kämpfen Sie! Abbedeckung. Komm mal her. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Ja, Mann. Ich habe aber keine Moon mehr. Ja, Moon. Stichwort Stalker, ne? Es liegt doch nichts am Boden. Wie soll ich denn das machen? Hot Spanadium. Firestorm. Was das wohl ist? Shepard, kann ich tragen. Ja, okay. Schauen wir mal hier, ob wir irgendwie Secrets haben.
Oh, Flammenwerfer. Zeit zu sterben. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber ist effektiv. Munition! Okay, nicht schlecht. Das erinnert mich an Fallout. Ich will jetzt nur noch aufgehen. Da lang, ne? Oh ne, gar nicht. Andersrum. Wirklich? Ich glaube, das Navi ist gerade verwirrt. Ich würde schon sagen, da lang. Ansonsten hat es ja gar keinen Weg mehr hier. Ich jage hier alles in die Luft. Ja, und ich brauche was anderes. Das hier. Nein, ich kann nicht hier. Beweg mich. Oh Gott sei Dank. Das hat ich noch gar nicht im... Ja, Gott sei Dank geht es im zweiten Spiel. Oh no, 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 no. Oh, danke. Oh, regenerieren. Okay, weiter vor. Das müsste sie ausbrechen. Das ist die Gefahrenzone. Alter. Wo kommen die immer her? Okay, ich will da lang. Rein da. Sehr gut. Aber ich glaube, das war's hier erstmal. No! Ein ganzer Bot! Okay, wir machen mal das, das und... Ja, das war's erstmal. Ja, nice. Schneller als gedacht. Okay, runter hier. Und ab in den Gang da. Wo bist du lang? Ich gehe da mal lang. Ich mache jetzt kein Extras erstmal. Ich möchte hier nur noch raus. Bitte! Sie wissen, es war nichts Persönliches. Rein geschäftlich, das ist es ist 20 Jahre her. Sehen Sie sich an! Ich habe Ihnen einen Gefallen getan! Said, bitte! Ich werde hier sterben! Tun Sie doch etwas! Brenn, du Schwein!
ist er genau der Badass, wie ich mir vorgestellt habe. Und nee, das war nicht richtig. Also vieles davon war nicht richtig. Aber ja, das war's erstmal für die Episode. Was denkt ihr? Hätte es vielleicht anders laufen können? Ab in die Kommentare. Bis bald.